Michał Jurecki. Michał. Hallo. Hallo. Ah, so, wir haben es ja gerade eben draußen schon gesehen. Du bist ja schon vorher angekommen und ich habe sehr gelacht, Michał, denn du hast ein sehr schönes Auto dabei. Es sieht so aus, als wärst du jetzt nebenbei noch Getränkehändler. Aber das ist der Sponsor deines neuen Vereins. Und es sieht so aus, als würde Michał nebenbei noch ein bisschen Bier ausgeben. Aber ist egal. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, danke. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Ich bin wieder hier in Flensburg. Ich habe gestern gekommen. Ja. Du warst in Polen? Ja, ich war letzte 2 Monate in Polen. Das war eine schöne Zeit für mich und für meine Familie, weil hier in Flensburg, ich war ohne Familie. Ja. Jetzt 2 Wochen mit Familie und ganze Familie war sehr zufrieden. Okay, also jetzt ist der Tag gekommen, Michał. Jetzt geht's leider raus aus der SG-Familie. Aber wir wollen noch mal ganz kurz gucken. Du hast 37 Einsätze gehabt, hast 56 Tore geworfen für unsere SG. Und du bist mir sehr in Erinnerung geblieben, denn als wir dich vorgestellt haben bei der offiziellen Saison-Pressekonferenz im dänischen Bettenlager, da hatten wir ein bisschen Probleme mit deinem Nachnamen, weil wir nicht genau wussten, wie wird der denn nur ausgesprochen? Jurecki, Jurecki, Michał, Michał. Dann hast du noch mal gesagt, es ist Michał Jurecki, ist richtig, ne? Ja, genau. So ist es richtig. Perfekt. So wird er uns auch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich wollte immer mal mit dir nach dem Spiel einen Talk mit Jörg machen, hat aber irgendwie nie geklappt. Machen wir es jetzt. Ja, warum nicht? Oder? Jetzt haben wir Zeit. Jetzt ist es so. Du bist ja aus Kielce gekommen, hast 9 Jahre da gespielt und warst sehr, sehr erfolgreich. Und dann kamst du zur SG Flensburg-Handewitt. War das eine Entscheidung, die du lange getroffen hast oder hast du sofort gewusst, das mache ich? Nein, das alles dauert ganz schnell. Kommt Angebot von Flensburg. Ich denke, ich habe Gedanken, wegen das paar Tage mit meiner Frau, mit meinem Bruder auch. Und das kommt wirklich ganz schnell. Und was war der größte Unterschied, wenn du jetzt mal so zurückblickst? Also war es in Kielce angenehmer, Handball zu spielen? Ist es härter, in Flensburg in der Bundesliga Handball zu spielen? Ja, natürlich. Die polnische Liga ist nicht so stark wie deutsche Handball-Bundesliga. Das ist normal. Aber ja, ich habe immer gesagt, vor der Saison, ich habe noch viele Power in meinem Körper. Darum, ich komme zu Flensburg. Ja, okay. Und wir sind auch froh, dass du gekommen bist und dass du da warst, auf jeden Fall. Die Mannschaft war auch sehr froh, dass du gekommen bist. Und heute ist ja der Tag, der letzte Spieltag eigentlich offiziell, wenn es ein Spiel gegeben hätte. Und wir verabschieden dich. Und das wollen wir natürlich nicht alleine tun. Also das mache nicht nur ich alleine, sondern natürlich auch deine Mannschaftskameraden und genau wie bei Jens haben wir ein bisschen was vorbereitet. Guckst dir an, viel Spaß und euch auch. Hallo Michał. Cześć, Michał. Cicza, du polnische Maschine. Hallo Cicza, Maschine. Hey Cicza. Cicza. Moin Cicza. Hallo Cicza. Ja, die Zeit in Flensburg endet früher als gedacht und vor allen Dingen anders als erwartet. Im Profisport ist es leider so, dass sich manchmal Dinge ergeben oder ändern oder nicht so funktionieren, wie man das plant. Aber das spielt auch gar keine Rolle, weil es geht eigentlich darum, was man dann aus seiner Situation und aus seiner Position macht. Ich finde, du hast eine unglaublich professionelle Einstellung. Du kamst zum Training immer mit Spaß, immer mit dieser Energie und hast immer dein Bestes gegeben. Hast in Zeiten, wo es schwierig war, immer zur Mannschaft gestanden und das rechne ich dir sehr, sehr hoch an. Vielen Dank für die wunderschöne Zeit, die wir hier zusammen hatten. Du bist wirklich ein überragender Handballer und ein fantastischer Mensch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg in deiner Heimat. Du bist ein super Typ, hast dich super integriert in die Mannschaft. Also schade, dass du uns schon verlässt, aber man kann das absolut nachvollziehen. Du bist ein Spieler, der schon viel erreicht hat, viel Erfahrung hat. Nichtsdestotrotz hast du jedes Training Vollgas gegeben. Das finde ich sehr bemerkenswert und werde ich für meine weitere Zukunft mitnehmen. Deshalb vielen Dank für deinen Einsatz und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und hoffe, dass man sich irgendwann mal wieder sieht. Ja, Cicza ist natürlich auch eine richtig gute Person zu haben in einer Mannschaft. Er kommt immer mit voller Pulle, wenn wir spielen und wenn du magst ihm ein bisschen böse, dann weißt du, okay, er kommt 120% nächstes Mal und das mag ihm ja ganz schwer zu verteilen und ja, er ist ein überragendes Handballer, haben wir gesehen, die viele Jahre hat er auch
ja, haben wir auch hier in Flensburg gesehen und ich hoffe ihm alles Beste in die Zukunft. Ich möchte dich bedanken für deine Zeit bei uns, bei der Mannschaft hier in Flensburg. Du hast uns allen gezeigt, was für ein professioneller Spieler du bist. So wie auch mit Jens habe ich die größte Respekt dafür, dass man Entscheidungen nimmt, auch für die Familie. Und ich weiß, dass du auch deine Familie sehr vermisst haben. Ich möchte nur sagen, vielen, vielen Dank für dieses Jahr, dass wir zusammen gehabt haben in die SG. Es war eine Ehre, zusammen mit dir zu spielen. Du bist ein Tank, du hast so viel Power in alles, was du machst. Und für mich als junger Spieler zusammen mit dir zu spielen, habe ich viel, viel gelernt. Ich glaube, es gibt nicht so viele Spieler wie du, das hat so viel Erfahrung. So, ich bin sehr froh, dass ich könnte zusammen mit dir spielen ein Jahr. Chicha, danke für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dir ebenfalls alles Gute für deine Zukunft und freue mich für dich, dass du nächstes Jahr wieder bei deiner Familie sein kannst. Ich muss ehrlich sagen, als mein Zimmerpartner habe ich wirklich ein paar Tage und Wochen gebraucht, um wieder richtig alleine einschlafen zu können. Von dem her habe ich dich natürlich sehr vermisst und vermisse dich auch weiterhin. Bleib gesund und alles Gute, Chicha. Es tut mir leid für die, die dich nächstes Jahr verteidigen müssen in polnischer Liga. Ich will mich einfach bei dir bedanken für die wunderschöne Zeit. Es war zwar nur eine Saison, aber wir haben uns wirklich von Anfang an richtig gut verstanden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Wenn ich mal nach Polen kommen sollte, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Und dann trinken wir ein richtiges Bier, weil das hast du mir ja beigebracht, ein richtiges Bier, was ein richtiges Bier ist. Ich bin mir sicher, dass du in Polen auf jeden Fall eine von den Legenden bist. Und deswegen bin ich auch stolz, dass ich auch mal probiert habe, mit einer polnischen Legende zu spielen. So, alles Gute für die Zukunft und ja, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ich hoffe alles Bestens für dich und deine Familie in der Zukunft. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute in der Zukunft und ich will dich immer erinnern, weil du könntest immer meinen Namen richtig aussprechen. Vielen Dank und viel Glück. Ich möchte auch sagen, viel, viel Erfolg in Polen. Ich glaube, es wird wirklich gut an, zu Hause zu kommen mit deiner Familie und alles. So alles Gute und mach's gut. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder in der Handballhalle. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Und ja, bin ich eigentlich der Einzige oder quatscht sich der Heinel überall immer rein? Ne? Der will immer überall hinkommen und will mit dir polnisches Bier trinken und so. Mit Jens will er an der Alster sitzen. Also Jakob hat viel Zeit auf jeden Fall. Und falls du und falls ihr Benjamin Buric vermisst habt bei den Videos, der hätte auch gerne was geschickt, aber der sitzt gerade fest in Bosnien und hat kein Netz, kein Internet, kann nichts schicken, aber er schickt auf jeden Fall Grüße. Dankeschön. Also das soll auf jeden Fall nicht an dir vorbeigegangen sein. Und ich habe noch einen Gast für dich eingeladen, der gerade eben schon da war, nämlich unseren Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Und wenn der nochmal ganz kurz Platz nimmt, dann will ich mit euch beiden nämlich eine kleine Challenge veranstalten. Denn Dirk Schmeschke ist ja sportlich verantwortlich dafür, dass er die guten Spieler nach Flensburg holt. Und da muss er sich natürlich auskennen und hat vielleicht auch nicht immer Zeit, genau hinzugucken, sondern muss in einer Millisekunde erahnen und realisieren, ist das mein Spieler, ja oder nein. So, und jetzt kriegt ihr beide hier von mir mal 5 Kärtchen und einen Stift. Dirk, einmal für dich. Michael, einmal für dich. So, und jetzt kommt die Challenge. Wir werden gleich auf diesen beiden Bildschirmen Bilder zeigen von Michael im SG-Trikot. Und ihr sollt mir sagen, welches Spiel das war. Ob ihr das könnt, ja oder nein. Du hast es ja live erlebt. Und du warst meistens mit dabei und hast geguckt. Also, ich bin mal gespannt, ob ihr das rauskriegt. Ich habe die richtigen Antworten. Jetzt kommt das erste Bild. Also, bei welchem Spiel war das hier? Was glaubt ihr? Auf jeden Fall ein Heimspiel. Ja, es könnte ein Heimspiel gewesen sein, sagt Dirk Schmeschke. Ich will nichts verraten, aber mach ruhig weiter auf dem Weg, das ist nämlich falsch. Ich schreibe schon. Oh, Michael hat schon. Okay, aufschreiben bitte, Herr Schmeschke. 3, 2, 1. Passen? Er passt. Michael, was hast du? Bergischer Bergischer hat sie, ist richtig.
Dirk. Also 1-0 für Michael, sehr gut. Wir kommen zum zweiten Bild. Dirk, mal gucken, ob du das rauskriegst. Bitte schön, das zweite Bild. Bei welchem Spiel war das? Jetzt müsste es eigentlich kommen. Noch ist es Bergischer AC. So. Also ich sehe sofort. Wenn ihr mich fragt, Dirk? Genau. Minden ist richtig. 2-1 für Michael. Sehr gut, sehr gut. Auswärts war das, genau. Wir kommen zum dritten Bild. Mal gucken, ob ihr wisst, wo das war. Das ist zu einfach. Aufschreiben, aufschreiben. Nicht sagen, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ne? Nicht vorsagen. Paris. Dirk sagt Paris. Paris. Paris ist richtig. 3-2 für Michael. Ist gut. So, wir kommen zum vierten Bild. Oh, da wird noch ein Handtuch geworfen. Michael, wie immer, alles gegeben. Heimspiel. Es könnte ein Heimspiel gewesen sein, ja. Die Werbung lässt es erahnen. Ich sage euch eins, wenn ihr links unten guckt, dann könntet ihr vielleicht den Gegner erahnen. Sehr charismatischer Spieler des Gegners. Bärenstarker Außenspieler. Wirft sehr gute 7 Meter. Mehr helfe ich nicht. Nordhorn. Schreib auf. Liegt eher im Osten. Pass. Magdeburg wäre es gewesen. Du hast. Ja, wusstest du nicht. Okay, aber immer noch 3-2. Jetzt letzte Chance, dich gleich zu ziehen, Dirk. Oder aber Michael holt das Ding nach Hause. Letztes Foto, letztes Spiel. Bei welchem Spiel war das? Mike Machulla glücklich. Sieht so aus. Vielleicht hat Michael aber auch... Stimmt, Champions League. Okay. Ich war sicher, das war gegen Wetzlar. Aber ja, nein, also das... Champions League ist richtig. Und ihr müsst jetzt aufschreiben, in 3-2... Big Shaggett. Big Shaggett ist richtig. Shaggett ist es gewesen. Hätte ich auch gesagt. Gut, dann 4-3. Michael hat gewonnen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also du siehst, Michael, aktiv zu sein ist immer noch besser, als wenn man dann nicht mehr ganz so aktiv ist, sag ich mal. Aber trotzdem, ganz, ganz toll. Und mein lieber Michael, auch für dich ist ja heute Schluss hier in der SG-Familie. Wirst du die SG immer im Herzen behalten? Wird es immer ein Teil von dir sein? Ja, natürlich. Das war, ich denke, eine gute Zeit für mich hier. Ich habe ganz viel gelernt, wie Spieler, aber auch wie Trainer, weil in meiner Zukunft ich möchte Trainer werden. Darum, ich gucke auf eine Sache wie Trainer, auch wie Spieler. Ja, wenn ich war nur hier, nicht ganze Saison, ja. Aber ich habe ganz viel gelernt. Dirk Schmeschke, hast du gehört, Michał Jurecki will eventuell auch Trainer werden. Das muss man ja auch, sag ich mal, als Verantwortlicher im Auge behalten. Könnte ja auch mal einer sein. Aber Mike bleibt ja 10 Jahre Trainer hier. Also ja gut, dann kommt er halt in 10. Ne? Also das, aber wie bist du überhaupt auf Michał gekommen? Na, wir kennen uns schon aus Hamburger Zeiten, auch kurz damals. Aber ich kenne Michał und ich muss sagen, ich habe immer gewusst, dass was für ein charakterstarker Mensch Michael, ich sage ja immer Micha. Kein Problem. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den Namen falsch aussprechen darf. Aber wir kennen uns wirklich schon sehr lange und als wir telefoniert haben und du gesagt hast, ich brauche 2 Tage, hast du sofort angerufen, du kommst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe auch gerade zum Schluss gemerkt, oder wir haben auch gemerkt, nachdem das erste halbe Jahr war nicht einfach, auch weil du nicht auf der Position spielen konntest, wo du eigentlich wolltest. Aber in den letzten Spielen haben wir ja auch gesehen, wo und wie Michael uns geholfen hat, in welchen Spielen und wie wichtig er geworden ist, haben die Spiele ja auch deutlich gemacht. Michael hat unglaublich viel Erfahrung. Ich habe dich das erste Mal auch nach meiner Hamburger Zeit im Finale der WM gesehen, wo ja wir Deutschen dann den Titel gewonnen haben. Aber du hast eine riesengroße Karriere. Die ist noch nicht zu Ende. Du wirst in Polen ja weitermachen. Ich habe auch Verständnis dafür, dass du auch gemerkt hast, dass eine Trennung von einer Familie, du hast ja eine tolle Familie, auch nicht so ganz einfach ist. Ich hätte dir auch gegönnt, dass du mit dem Titel hier weggehst. Ich glaube, das wäre richtig schön gewesen. Aber ich habe riesen Respekt vor deiner Karriere auch. Du bist ja ähnlich lange dabei wie Holger. Sag ich mal. Und von daher, wir sind froh und stolz, dass du hier bei uns gewesen bist. Wirklich. Tolle Worte. Und natürlich auch für dich ganz, ganz toll, sage ich mal, dass du so in Erinnerung bleibst.
nicht nur bei Dirk, sondern auch bei allen SG-Fans natürlich. Und so wie wir es mit Jens gemacht haben, würde ich dich bitten, weil das ist deine Kamera. Wir haben ja nur die Chance, sage ich mal, nach Hause zu liefern. Ist ja leider keiner in der Halle, der es dann aufnehmen kann. Also wenn du Lust hast, vielleicht noch ein paar dankende Worte oder überhaupt ein paar Worte an die Fans zu richten, dann wäre jetzt deine Möglichkeit, da ist deine Kamera. Ja, natürlich. Ehrlich, wie sagen, wenn ich war, ich gehe immer wie Gäste, ja. Das war immer für mich schön, war immer war hier volle Halle, gute Atmosphäre, gute Stimmung, das ist immer gut für Spieler, speziell für mich. Ich mag gespielt in Hauswärts, wenn ganze Halle ist gegen mich, das ist positiv für mich. Okay. Aber diese Saison, das war meine Heimstadt, ja, das war meine Heimstadt und danke ganze Fans für eure Unterstützung. Man kann es nicht besser sagen, ne, Michael? Wie auf der Platte. Kurz und knackig, er bringt es auf den Punkt und gut ist. Dann, Michael, dann kommt jetzt leider der Zeitpunkt, wo sich unsere Wege trennen, aber nur mit der SG. Wir sehen uns bestimmt irgendwie nochmal wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Und natürlich haben wir für dich auch. Ich kann dazu vielleicht nur eins sagen. Natürlich. Michael bleibt uns ja auch weiter erhalten. Du wirst ja unser Botschafter auch nicht nur in Polen, sondern auch ich sag mal in Osteuropa. Und von daher werden wir ihn des Öfteren auch hier noch sehen. Ne? Der Schmeschke, ne? Hat er gleich wieder. So muss es sein. So, Michael, mein Lieber. Einmal natürlich ein Buch für dich, dann die Collage mit schönen Momenten. Das kannst du dir irgendwann mal, wenn du Trainer bist, wirst du das irgendwo in deinem Büro hängen und wirst du sagen, guck mal, das war meine Zeit bei Flensburg, habe ich viel gelernt. Und selbstverständlich gibt es auch noch das SG-Trikot, das obligatorisch dazugehört. Ich pack's mal hier mit hin. Wir dürfen ja leider nicht Shake Hands machen, aber Shake Foots geht. Pass auf dich auf, bleib gesund, komm bald wieder und du bist ein geiler Typ. Michał Jurecki. Oh.